Ich muss das jetzt irgendwie richtig schlecht machen. Wir haben gerade Samstag, es ist 1 Uhr morgens und ich muss in 9 Stunden ein Video hochladen. Ob ich hier so liege, wie diese 13-jährigen Mädchen, die so verliebt sind, so. Dann ruft meinen Freund an. Oh, ich wollte doch ein Video mit ABK hochladen. Ich rufe ihn mal an. Guck mal, wer mich gerade anruft. Der Jan Brucke. Schön, hallo? Schönen guten Abend. Hast du deine Kamera schon aufgestellt? Ja, Kamera ist schon an. Ja, wir wollten noch ein Video aufnehmen. Ich habe doch 10-mal in meinen Videos gesagt, so mit abwarten, bald kommt Video, bla bla bla. Ich habe die Leute schon voll schmackhaft gemacht. Ja, du hast doch abwarten geschrieben, dann können die Leute noch ein bisschen warten, oder nicht? Bruder, mein Video muss in 9 Stunden online kommen. Ich muss das jetzt gleich schon aufnehmen. Ach so, aber hast du abwarten mit Uhrzeit und Datum geschrieben oder nur abwarten? Ich habe eigentlich nur abwarten geschrieben. Ja, aber Bruder, scheiß mal drauf. Hast du nicht gesehen? Ich habe doch vor ein paar Tagen noch ein neues Lied rausgebracht, Bruder. Ich war Platz 1 in den Trends. Denkst du, jetzt mach ich ein Video über irgendeinen Spaß? Ein neues Lied? Warte, schau mal nach, ob es immer noch in den Platz 1 Trends ist. Augenblick. Sami Feed, ABK, Mamas Tränen. Direkt mal auf Like drücken. Leute, drückt jetzt in die Videobeschreibung. Klickt drauf und supportet den Track. Hier, guck mal, Bruder, schreib unter meinem Musikvideo abwarten. Und? Ja, warte. Abwarten. Kommentiert, ja. Genau, und mach, guck mal, ich hab gehört, da zwitschert so ein Vogel auf YouTube, der fliegt da immer rum, der zwitschert irgendwie so gegen dich. Über mich? Ja, so ein Kanarienvogel. Kanaki-Vogel oder so heißt der. Nicht Kanarien-TV? Ah, sowas, ja, genau, Kanarien-TV war das. Ey, doch, ich check das mal auf jeden Fall ab, Digga. Wenn es ein Video ist, was nur 2 Minuten geht, reagiere ich einfach darauf, so wie immer, und das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, mach irgendwas, Bruder, du machst ja, dann treffen wir uns einfach irgendwann die Tage und machen das Video irgendwann, tamam? Ja, Safi, okay, Bruder, bis dann. Ja, Alter. Scheiß drauf, war schön, deine Stimme zu hören, hau rein, Bruder, bis dann. Ja, deine nicht, hatte ciao. Also, ich habe jetzt Kanarien-TV geschrieben, es ist extrem unscharf. Aber warum ist jetzt dieser Junge hergekommen? Meliti-TV. Er hat ja gar keine Videos. Hä? Aber guck mal, was ich hier habe. Jumbroke, Ansage, Hurensohn, dies, das, tralala. Guck mal, eigentlich wollte ich mich jetzt für dich fertig machen, Melite. Ich bin runtergegangen, wollte gerade meine Haare sammeln und dachte mir, Alter, für den brauchst du dir doch gar keine Mühe zu geben. Ich mache auch gar kein Skript für dich. Guck mal, ich bin genau da, was ihr gerade gesehen habt, ne? Ich mache das Video jetzt gleich an und ich antworte dir einfach zwischendurch. Das ist einfach eine kleine Live-Reaction auf dich, okay? Vorneweg, ich bin übertrieben krank. Ihr wisst ja, wir waren auf Tour. Ich bin seit 3 Tagen zu Hause, bin übertrieben heiser. Und gestern Fener gegen Besiktas gespielt. Das Spiel hat mich dann noch mehr zum Ausrasten gebracht, Stimme noch mehr gefickt und ich weiß nicht, wann meine Stimme zurück ist. Aber ist nicht schlimm. Ihr fragt euch jetzt alle, wer ist Meliti TV? Das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich diese Videos von einem Kollegen von mir zugeschickt bekommen habe. Ich mache es mal ganz kurz. Meliti TV ist psychisch behindert. Egal was er sagt, er ist behindert. Er hat keine Argumente, er kann sich nicht vernünftig artikulieren und macht einfach auf Krampf Videos über mich. Mit Videos meine ich, er hat 2 Videos gegen mich gemacht. Das erste habe ich nicht gesehen, das zweite habe ich nur gesehen, weil er im Titel übertrieben hat. Und das Lustige ist, das letzte Video, was er über mich gemacht hat, ist eine Ansage über mich und dieses Video hat der 4-mal hochgeladen. Er hat es hochgeladen, wieder gelöscht. Nach 10 Minuten wieder hochgeladen und wieder gelöscht und so weiter, bis er das 4. Mal hochgeladen hat. So, ich zeig euch mal was. Jumbroke, dieser Hundesohn / Hurensohn, das ist mein Ernst, in Klammern, Achtung, kein Clickbait. 11 Likes, 18 Dislikes, Video gelöscht. Er lädt es nochmal neu hoch. Jumbroke, Ansage an dich, Achtung, kein Clickbait, Hurensohn, schlimmstes Video. Wieder gelöscht, weil in den Kommentaren wieder gehatet wurde. Jumbroke, Verkauf stolz, Mutter, behinderter Emoji. Jan, du Hurensohn, fick dich, er reagiert auf meinen Kommentar. Wieder mehr Dislikes als Likes und wieder das Video gelöscht. Nach seinem Video-Uploads kommentierte unter jedes Video von mir, diese scheiß YouTube-Plattform, lösch mein Video gegen Jan Broke. Habe das Video wieder extra hochgeladen. Schaut es euch auf meinem Kanal an. Smiley. Raste aus, Mann. Fick dich, Jan Broke, Hurensohn. Unter eines seiner Ansagevideos hat er selber kommentiert gehabt, YouTube hat das Video gelöscht, lade es extra nochmal neu hoch. Er verkauft es als YouTube hat es gelöscht. Billige Ausrede. Seine Videos haben jedes Mal mehr Dislikes als Likes gehabt, deswegen hat er das Video einfach gelöscht. So, jetzt schauen wir uns mal das Video an. Jo, meine Freunde, was geht ab? Meldet sich wieder back, weil ich am Start, meine Freunde, ich bin richtig aggressiv. Oh, ich glaube, jetzt muss ich aufpassen. Und zwar geht es um Jumbroke. Hat man ja im Titel nicht erkannt, um wen es geht, ne? Ey, der ist der größte Hund auf YouTube. Wer denkst du, wer du bist? Es gibt bestimmt viele da draußen, die genau meiner Meinung sind. Ja, bestimmt gab es so viele, die deiner Meinung sind. Du hast doch gesehen, Alter, du hast das Video 3-mal gelöscht, weil die Kommentare nicht für dich waren und deine Dislikes-Likes-Verhältnisse auch nicht für dich waren. Wer denkst du überhaupt, wer du bist, dass du mich direkt als Hund beleidigst und das Video 3-mal hochlädst, mich als Hurensohn beleidigst und was auch immer. Was denkst du, wer du bist? Und Alter, bevor du irgendeine krasse Ansage machst und versuchst, dir einen auf hart zu machen, hast du kein anderes Zimmer gefunden, wo man deine behinderten Vögel nicht hört? Die können seine Scheiße, glaube ich, auch nicht geben, weil sonst will ich nicht versuchen, dich zu übertönen, du Vollidiot. Das ist der Junge, wer bist du? Hast du irgendwie YouTube-Plattform gekauft? Hast du YouTube-Plattform gekauft? Weißt du überhaupt, was Plattform heißt, du Vollspasti? Oder warum schreibst du in jedem deiner Videos abwarten und sagst, YouTube wird bald eh eklig, wenn März Tour zu Ende ist? Wer bist du? Danach sagt er, es werden Kanäle zerstört. Junge Mann, egal wie viel Abonnenten ich habe. Du hast 2000 Abonnenten.
Du sagst, keine Ahnung, es werden viele YouTuber zerstört. Ja, es werden auch viele YouTuber zerstört. Wenn ich einer davon bin, Junge, denk nicht, du kriegst mich runter. Auch wenn ich richtig minus gehe, dann werde ich mir halt einen neuen YouTube-Kanal machen. Wie willst du mit deinem Kanal minus gehen? Hast du irgendwelche Aktien gekauft, die ich dir kaputt machen könnte? Du voll Spaß, kann man bei dir Aktien kaufen? Wie der mich abfuckt, dann habe ich in den Kommentaren nur so einen fetten Text geschrieben. Geh mal auf sein Video, das ging zu Sumeyye Hijabi. Welches Video meinst du? Ich habe über Sumeyye Hijabi 3 Videos gemacht. Wo er gemeint hat, ja, ihr verlinkt mich nicht unten drunter. Ja, ihr generiert nur Klicks unter mein Video, beziehungsweise er hat ein Video gemacht, was richtig viele Klicks gesammelt hat. Das hat dann jeder gemacht und keiner hat ihn unter diesen Videobeschreibung verlinkt. Ja, weil er halt so gesehen hat, ey, die machen auch Klicks, dann macht doch, also dann schreibt mich doch unter. Guck mal, wie lange er braucht, der kann einfach kein Deutsch! Junge, sag doch einfach in einem Satz, dass ich gesagt habe, dass jeder, der sich unnötig in diesen Beef zwischen mir und Sumeyye Hijabi eingemischt hat, nicht sein Maul aufmachen soll und nicht einfach Klicks abstauben soll. Fertig! Was daran so schwer, du Vollhonk? Komm zum Punkt! Euren Videos, damit ihr das von mir habt. Junge, wer bist du? Wer bist du? Wie, wer bin ich? Ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich bin zwar nicht so dumm und psychisch behindert wie du, aber du hast dich wahrscheinlich angesprochen gefühlt, weil du nach mir auch ein Video über Sumeyye Hijabi gemacht hast. Junge, du bist so irrelevant. Was juckst du mich? Ich meinte mit dem Video bestimmt nicht dich. Bestimmt nicht. Ich kannte dich nicht mal. Du bist so eklig, Alter. Merz war die Realste. Ey, ich hab Merz Nummer, wenn du willst. Ich sag ihm Bescheid, du kannst ihn gerne einblasen kommen. Ich hoffe, du kannst das Groupie-Lied auswendig. Merz hab ich nicht. Merz war der Realste. Aber du Jump Rope, ne? Junge, ich weiß, jeder ist Klickgeld. So. Digga, bleib mal bei einer Sache. Aber du Jump Rope, ne? Ich weiß, jeder ist Klickgeld. Digga, bist du irgendwie behindert? Ne? Aber du, wie ist jetzt richtig diese Schiene von so richtig eklig, Digga. Du sagst abwarten, Junge, wir warten jetzt ab. Ja, Glückwunsch, bitteschön, gerne. Jetzt hast du eine Plattform bekommen, bitte. Junge, mach nicht so einen Film und hau einfach raus. Wie gesagt, ich habe unter deinem Video so einen Text geschrieben. Ja. Was hast du denn geschrieben? Sag mal bitte, was du geschrieben hast. Bitte sag. Dass er, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll, das war richtig lang. Dann hat er irgendwie geschrieben. Was hast du denn geschrieben? Irgendwie, was erzählst du da? Ich glaube, er hatte gerade Schwanz im Hals. Boah, ich weiß auch nicht, was er genau geschrieben hat. Dann habe ich irgendwie da drunter geschrieben, Junge, halt einfach dein Maul, zieh dein Ding durch, wir werden sehen, was du vorhast. Irgendwie meint der YouTube wird richtig eklig. Wer meiner Meinung ist, schreibt mir unter die Kommentare, weil ich kann diesen Jungen nicht mehr haben. Ich habe ihn früher gefeiert, aber jetzt, ey, der ist einfach so arrogant geworden, beziehungsweise er wird richtig arrogant zur Zeit, ne? Bitte, wenn ihr ihm zustimmt, könnt ihr gerne auch unter meinem Video kommentieren, weil unter seinem Video haben nicht so viele kommentiert. Die haben ihn nur beleidigt und deswegen hat er die Videos auch rausgenommen, weil er einfach dumm ist. Aber kann ja sein, dass ich arrogant geworden bin, deswegen will ich das unbedingt wissen. Er ist der festen Überzeugung, dass er recht hat. Wieso nimmt er dann das Video dreimal raus und benimmt das jedes Mal um, so ehrenlos? Du regst mich richtig auf, du bist der größte Hund auf YouTube, Junge. Was habe ich dir getan? Du sagst, du hast so einen dicken Text geschrieben. Sag doch mal, was du geschrieben hast. Wenn du was Dummes geschrieben hast, hast du eine dumme Antwort zurückbekommen. Ganz einfach. Junge, ich habe keine Worte, Mann. Du hast kein Gehirn. Junge, wer bist du eigentlich, Junge? Wer bist du, Junge, Mann? Wer bist du denn? Wer bist du? Wer bist du? Was? Was? Wenn ich dich auf der Straße sehe, Junge... Ja, Entschuldigung, Street Fighter, Gangster 09, Alter. Ist gut. Haben doch verstanden, Alter. Du bist ein krasser Typ. Haust mich bestimmt kaputt. Ja, cool. Bleibst trotzdem ein dummes Stück Scheiße. Junge, egal. Soll irgendwie so eine Info kommen. Junge, was für Info? Hier hast du dein Video bekommen, Alter. Hast deine Aufmerksamkeit. Bitteschön. Wo er mich irgendwie erwähnt oder wo er über mich redet. So, oder ein Zeichen gibt oder irgendwie etwas. Dann werde ich noch ein Video raushauen, aber das wird dann noch mehr krass. Und wenn das Video kommt, dann werde ich alles auspacken. Ist mir egal, ob mein Video gestrikt wird, dann ist richtig Feierabend, Alter. Richtig. Sei froh, dass ich so eine große Reichweite habe. Junge, was ich schon gemacht hätte, das hätte dich nicht in meinem Leben gehalten. Krasser Typ. Wie du gesehen hast, kam nicht nur eine Information über dich, es kam ein ganzes Video über dich. Ich bin echt gespannt. Sobald deine Video-Upload-Sperre weg ist, warte ich auf deine Antwort. Gib Gas, Junge. Komm, das ist deine Chance. Jetzt kannst du Abonnenten kriegen. Komm, gib Gas. Der arrogante Can gibt dir eine Plattform. Bitte sehr. Wallah haram, dass ich mich über einen psychisch Behinderten lustig mache, ne? Ich bin echt gespannt. Vielleicht bist du ja der nächste YouTube-Star. Sei froh, dass meine Eltern schlafen, sonst würde ich jetzt meinen Wellensittich hier hinholen und hätte dich von A bis Z beleidigt. Ich hätte ihn hier hingestellt, hätte ich die ganze Zeit beleidigt. Ich hätte ihn eine Minute, eigentlich hätte ich das ganze Video über meinen Vogel hier hin tun können. Und
Und das hätte schon für dich gereicht. So irrelevant bist du. Du dummes Stück Scheiße.